Hallo, willkommen zu meinem ersten Video übers Knüpfen von Fliegenkörpern. Ich beginne mit dem wohl bekanntesten Knüpfmuster. Das ist dieses Muster, wo die dunkle Farbe oben ist und die helle unten. Ich lege mir immer die dunkle Farbe in einer Schlaufe, in diesem Fall jetzt von euch aus gesehen auf der rechten Seite, über den Hakenschenkel. Die helle Farbe kommt über den dunklen Faden und wird dann von unten in die Schlaufe des dunkleren Fadens durchgeschoben. Jetzt kann man das Ganze zusammenziehen. Ich zeige hier nochmal genau, wie die Fäden ineinander verknotet werden müssen. Ziehen wir das Ganze zusammen. Jetzt kommt der nächste Schritt. Wir legen den dunkleren der beiden Fäden diesmal auf der linken Seite über den Hakenschenkel und führen den hellen Faden über den dunklen Faden und wieder durch die Schlaufe durch. Wird wieder zusammengezogen. Und jetzt wieder das Gleiche. Den dunklen Faden in einer Schlaufe auf die rechte Seite hinlegen, den gelben Faden über den grauen Faden führen und dann von unten durch die Schlaufe durchführen und wieder zusammenziehen. Wichtig ist immer, dass wir uns merken, auf welcher Seite wir die gewollte Schlaufe gelegt haben. In diesem Fall legen wir uns immer mit dem dunkleren Faden die Schlaufe einmal auf der rechten und dann auf der linken Seite. Und zu das Ganze etwas zusammenschieben, damit keine Lücken entstehen. Jetzt ändern wir unser Knüpfmuster. Und zwar nenne ich dieses Muster 2 links, 2 rechts. Ich lege jetzt auf der linken Seite die dunkelfärbige Schlaufe und ziehe die helle durch.
Normalerweise würde ich jetzt rechts mit dem Dunklen eine Schlaufe legen. Das machen wir jetzt nicht. Wir legen jetzt wieder auf der linken Seite eine Schlaufe mit dem gelben Faden und bekommen dadurch jetzt ein anderes Knüpfmuster. Jetzt folgen zwei Schlaufen auf der rechten Seite. Wie ihr seht, haben wir jetzt zwei hintereinander liegende gelbe Fäden. Und jetzt nochmal eine Schlaufe auf der rechten Seite und den gelben Faden unten durch. Jetzt folgen wieder zwei Schlaufen auf der linken Seite, um dieses Muster fortzusetzen. Und jetzt wieder zwei Schlaufen auf der rechten Seite. Und wieder zwei Schlaufen auf der linken Seite. Machen wir jetzt weiter, dass der Körper die gewünschte Länge hat. Immer alles gut zusammenschieben, damit keine Zwischenräume sichtbar sind. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbinden und freue mich auf die Fotos eurer Fliegen.